Willkommen zurück im neuen Jahr zur FIFA-Vorschau. Wir spielen gegen Chemnitz. Es ist das erste Spiel des neuen Jahres, das zweite Spiel der Rückrunde. Und wie man sieht, Chemnitz zuletzt, naja, ich sag mal weniger erfolgreich, die letzten fünf Spiele allesamt verloren. Gut, wir haben auch nur zwei Siege, zwei Niederlagen und einen Unentschieden. Sieht jetzt auch nicht so hervorragend aus, aber ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich kann es ganz ehrlich gesagt gar nicht sagen, denn auf der Mitgliederversammlung wurde ja mit einem, ja, ich weiß nicht, mit etwas gebrochen, was die ganze Saison super funktioniert hat. Und zwar, man hat es ja die ganze Saison hervorragend vermieden, halt auch ein konkretes Saisonziel auszurufen. Man hat es wunderbar ruhig gelassen im Vereinsumfeld. Und ja, das hat man auf der Mitgliederversammlung alles über Bord geworfen. Man hat, der Vizepräsident Christa hat der Mannschaft quasi aufgedrückt, ihr müsst aufsteigen, sonst sind wir pleite. Ist natürlich hervorragend, weil die ganze Hinrunde haben wir davon gelebt, locker aufspielen zu können. Und jetzt haben wir einfach das Problem, dass die Mannschaft jetzt direkt unter Druck gesetzt wurde. Und ich glaube nicht, dass das irgendwem aus der sportlichen Seite gefallen hat. Weder Krösche noch Baumgart noch den Spielern. Weil ich denke mal, die haben von ihrer Lockerheit gelebt. Und ja, das hat man ja einfach alles über Bord geworfen. Jetzt stehen wir da. Jetzt sind wir zum Siegen verdammt. Unsere Mannschaft muss zwingend aufsteigen jetzt, da wir über 6 Millionen Schulden haben. Tja, ich weiß nicht. Also ich halte es für durchaus plausibel, dass ich weiß nicht, wen ich mitnehmen soll. Ritter ist nämlich noch verletzt. Götz spielt irgendwie keine Rolle. Fässer auch noch nicht so. Saric spielt gerade irgendwo anders vor in der Regionalliga. Eta spielt, glaube ich, auch noch keine Rolle. Dafür haben wir aber Vucci, glaube ich, wieder dabei. Ich denke mir, der wird wieder in den Kader zurückrutschen. Sojak war die letzten Spiele einfach raus. Der war auch beim letzten Testspiel nicht mit dabei. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch da nicht dabei sein wird. Haben wir denn so wenig Spieler? Irgendwie kommt mir das so wenig vor. So, Krause wird spielen. Vasek könnte ich mir vorstellen, wird spielen. Jimmy auf links. Michels, Rebeni, Tietz kommt mit. Das hatte Baumgart heute auf der PK schon verkündet. Ich hoffe, dass wenn ihr dieses Spiel, diese Vorschau seht, dass das Spiel tatsächlich auch noch am Samstag stattfindet. Ich bin überfordert. Wen nehme ich denn da noch mit? Kruska wird keine Rolle spielen. Ich kann mir auch Thunderbeats nicht vorstellen, weil dafür haben wir quasi Tietz als sehr, sehr ähnlichen Spielertypen. Ich lasse Sojak jetzt einfach mal dabei, weil ich mir gerade keinen anderen vorstellen kann. Da, wie gesagt, Ritter noch verletzt ist. Ja, wir lassen es mal so, machen wir mal kein Heckmeck. Ansonsten, die Verteidigung wird sich, gehe ich mal davon aus, nicht ändern. In Hannover hat sie auch so gespielt. Jimmy, Wasser, Krause, Zolinski haben, glaube ich, auch so gespielt. Eine Doppelspitze mit Srebeni, Tietz hat mir, glaube ich, nicht. Daher würde ich jetzt einfach mal so ins Spiel starten. Ich hatte vorhin irgendeinen Satz angefangen, ich habe es aber völlig vergessen. Das ist jetzt die erste Aufnahme nach meiner Rechner-Neuinstallation. Ich hoffe, es funktioniert alles reibungslos. Ich kann es leider nicht garantieren, weil das jetzt quasi der erste Versuch ist. Aber wird schon schief gehen. Chemnitz, ach genau, ja, das Spiel könnte sein, dass es, wenn ihr das schon seht, abgesagt wurde wegen der Rasenverhältnisse. Und zwar, es soll halt gewaltig geschneit haben.
Es soll nass sein, es soll matschig sein. Der ganze Platz soll quasi unter Wasser stehen und ja, darauf lässt sich schwerlich Fußball spielen. Und es wurden ja, glaube ich, schon die letzten beiden Spiele in Osnabrück und Lotte, glaube ich, abgebrochen, verschoben. Wegen der Platzverhältnisse. Ah, Srebeni. Ah, schade. Naja, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal. Ei, schlechter Pass. Upp. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir an meinem Geburtstag spielen können. Jawoll. Jawoll. Das geht doch gruselos. 6. Minute. Michel auf Srebeni. 1-0. Das würde ich auch in Realität so nehmen. Denn wenn die an meinem Geburtstag halt nicht spielen, das würde mich äußerst unzufrieden stimmen. Ich habe mich da sehr gefreut und schade, ich hätte am liebsten sogar auch ein Heimspiel gehabt, denn diese lange Abstinenzzeit... Oh, wunderschönes Tor. Denn diese lange Abstinenzzeit vom Stadion, das zehrt doch ganz schön an den Nerven. Ich will endlich wieder ins Stadion, ich will wieder Stimmung machen, abfeiern und mit singen, klatschen, tanzen, hüpfen, springen, Bier verschütten, jubeln, vom Aufstieg träumen. Wobei, ja, wie gesagt, von dem Aufstieg träumen als Idealziel sind wir ja jetzt leider abgerückt. Leider ist es ja jetzt ein Zwangsziel und kein Best Case mehr. Ja, wir werden sehen, ob es die Mannschaft beeinflussen wird. Ich hoffe nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Baumgart und Krösche da die passenden Worte finden und den passenden Zugang zur Mannschaft haben, um die da halt auf Spur zu halten. Allerdings, ja, ich könnte mir vorstellen, vor allem bei den... vor allem bei den jüngeren Spielern könnte ich mir vorstellen, dass es die vielleicht ein bisschen beeindruckt. Das ist aber auch ein Abwehrgetümmel. Und da bin ich jetzt halt einfach mal gespannt, ob es Auswirkungen hat oder ob man jetzt wirklich frisch und frei aus der Winterpause rauskommt. Und Srebeni auf Michel. Jawoll, das läuft doch. 2-0, 16. Minute. Ja, da kann man auch gleich mal die Fahne zwischen den beiden Popobacken hängen lassen. Ich hatte ja schon so ein bisschen Angst. Also ich habe mein Standard 4-0-Tipp habe ich auch extra wegen des Geburtstages halt geändert. Ich habe mir 2 Extra-Tore gewünscht, also ein charmantes 6-0 zum Einstieg in das neue Jahr. Ich finde, das ist auch massiv realistisch. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade schon bei FIFA, 16. Minute und schon 2-0. Da geht was. Ja, der hätte mal laufen können. Massi. Herze sicher. Jimmy auf Zolinski. Ein bisschen zu weit vorgelegt. Ja, ich hätte gerne wen anders gehabt. Zip. So, wenn du jetzt noch durch die Mitte durchsprinten würdest. Ja, ein bisschen viele Leute gerade. Da kann leider dann auch ein Michel nicht mehr helfen. Mit seinen unfassbar guten Dribblingwerten, finde ich, für die dritte Liga. Du kommst hier nicht vorbei. Ich habe Herze mit den Monsterwaden. Da kommst du nicht vorbei.
So, auf Massi, auf Michel. Michel kann sprinten. Srebeni, lass sie zurückfallen. Ach, Miste. Ein Schritt zu weit gelaufen. Sonst hätten wir perfekt für Srebeni in die Mitte passen können. Und ja, ich soll auch nicht immer bis ins Tor dribbeln, sondern auch mal auch früher abziehen, aber ich weiß nicht, ich habe mich auch immer gerne schön bis ins Tor durchkombiniert und dann todsicher abgeschlossen, anstatt immer so knapp dann vorbeischießen. Jawoll. Ah, Zulinski, Miste. Ja, hätte ich abziehen müssen. Ich hatte gehofft, dass Zulinski noch vor dem Verteidiger stehen bleibt. Und dann wäre der vorbei an allen, hätte nur noch ins leere Tor einnetzen müssen. Aber da war ich zu spät. Okay, jetzt reicht's aber auch so langsam. Jetzt muss ich aber wirklich mal abziehen. Das ist ja, das sind ja grausige Riesenchancen, die ich hier auslasse. Ich meine, es steht zwar schon 2-0, aber das kann sich, da wir noch über eine ganze Halbzeit haben, auch massiv schnell ändern. Ja, mit dem letzten Pass, da hapert es gerade irgendwie, aber ja, wie gesagt, man könnte auch mal irgendwie aus der Entfernung oder aus der zweiten Reihe mal abziehen. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht schaffe ich es diese Saison tatsächlich nochmal, das zu tun. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Chemnitz als Gegner? Ja, weiß ich auch nicht. Chemnitz ist jetzt, die sind, glaube ich, lass mich lügen, Vorletzter. Ich habe Vorsichtshalber auch die Tabelle nicht durchlaufen lassen. Und den Blogartikel schreibe ich gleich während des Renderns. Deswegen, ich behaupte jetzt einfach mal, die sind Vorletzter. Genau. Und ja, ich sag mal, eigentlich Pflichtsieg finde ich schon, finde ich ein bisschen abgehoben tatsächlich. Aber ich denke auch, die sollte man schlagen können. Angeblich, ich weiß nicht, Baumgart hat ja auch gesagt, die stehen da auch irgendwie, das ist nicht repräsentativ, der Platz, auf dem die da stehen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man irgendwie nach 21 Spielen Vorletzter ist, dann hat das auch irgendwo einen Grund. Wir standen letzte Saison ja auch nicht zu Unrecht da. Von daher, komm, ich versuche es jetzt einfach mal mit Bertels. Jimmy hatte mir da irgendwie zu wenig Durchsetzungsvermögen. Deswegen bringe ich zur Halbzeit Bertels für Jimmy. Denn ich glaube, also der hat jetzt hier bei FIFA einfach, glaube ich, bessere Werte als in Real. Ja, da standen zu viele. Und von da wollte ich ihn nun wirklich nicht abziehen. Nein. Wobei ich finde, Bertels hat sich diese Saison auch wieder echt gut gemacht. Der war, fand ich glaube, vor allem letzte Saison, glaube ich, einfach, naja, unsichtbar und hat auch wirklich echt eine miese Saison gespielt. Aber gut, das haben eine ganze Menge andere auch. Ah, schade. Oh, faul. Faul gepfiffen. Mache ich es direkt? Nein. Ah, wie konnte der denn den Fuß noch dazwischen kriegen? Nein. Doppelwechsel bei Chemnitz. Ich bin gespannt. Und schade, was ich eigentlich in der Winterpause machen wollte, fällt mir gerade so wieder ein. Ich wollte eigentlich testen, mit wem anders die FIFA-Vorschau aufzunehmen. Habe ich aber völlig verpennt und versäumt. Irgendwer wollte das auch tatsächlich mit mir tun. Aber das ist schon wieder so lange her, das habe ich schon wieder völlig vergessen.
Aber jetzt gerade, wo ich aufnehme, fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Zulinski auf Bertels und 3-0. Tja, kaum eingewechselt, schon das Tor gemacht. Gut, nach 13 Minuten. Schön, freue ich mich, wenn das so souverän am Samstag läuft, bin ich höchst zufrieden. Weil Chemnitz bisher hat eigentlich so ziemlich gar keine Gegenwehr. Das kann ich mir in Real tatsächlich gar nicht vorstellen, denn Chemnitz muss jetzt auch alles geben. Haha, schön durch die Beine vom Torwart. Chemnitz muss jetzt alles geben, um in der Rückrunde überhaupt noch eine Chance zu haben. Also gut, was heißt, um eine Chance zu haben, aber um sich da aus diesem Abstiegssumpf wieder rauszukämpfen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die vor allem im ersten Spiel des neuen Jahres so wenig Druck machen. Ansonsten natürlich, sollte das wirklich so sein, hätte ich natürlich als Fan des Chemnitzer FC ja wahrscheinlich direkt am Start des neuen Jahres halt wenig Hoffnung. Denn wer quasi ausgeruht wer ausgeruht im neuen Jahr schon so wenig Gegenwehr zu bieten hat, ja, wann, wie soll's besser werden? Aber gut, man hat ja schon alles Mögliche gesehen und auch wenn es halt sehr nach abgedroschener Phrase klingt, in der dritten Liga, hier kann echt alles passieren. Und die Abstände sind ja auch, weiß Gott, alle noch nicht so riesig, dass da jetzt auch, dass da gar nichts mehr gehen kann. Also ich denke mal, im Abstiegs- und ich vermute auch im Aufstiegskampf wird es bis zum letzten Spieltag spannend. Alles andere würde mich massiv wundern, denn ich sehe zum Beispiel Rostock, die haben sich extrem gut gefangen. Karlsruhe ist jetzt auch wieder in Tritt gekommen, wobei ich da tatsächlich nicht glaube, dass die wirklich um den Aufstieg mitspielen werden. Weil dafür ist der Abstand, meine ich, einfach zu groß. Das gibt's doch gar nicht. Pfosten. Und Bertels dann vorbei. So, jetzt ist für mich die Zeit gekommen. So, ich ziehe Michel nach links und ich mache jetzt Doppelspitze mit Tietz und Srebeni. Ich weiß nicht, ob Bertels auf... ob Bertels auf rechts eine gute Idee ist. Ich möchte mal einfach was Neues probieren. Ich versuche Michel auf rechts. So, weil ich möchte nämlich gerne mal halt so diese Doppelspitze jetzt mit Tietz sehen. Der mit einem FIFA-Wert von 61 natürlich auch nicht den höchsten hat. Allerdings, ja, wie viel diese Werte dann tatsächlich bedeuten. Ich meine, man sieht es ja zum Beispiel halt, wie gesagt, Paradebeispiel halt Herze. Ohne diese Live-Form hatte er irgendwie, wie gesagt, irgendwie so kurz vor Unfallwert. Und der spielt ja wirklich eine souveräne, hat eine souveräne Hinrunde gespielt. Und finde ich, ist auch aktuell nicht mehr wegzudenken von der Linksverteidigerposition. Deswegen, diese FIFA-Werte bedeuten relativ gar nichts. Gar nichts bedeuten die. Denn was zählt, ist auf dem Platz. Meine Freunde. Und jetzt gibt es nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein. Den hätte er machen müssen. Wir schreiben die 79. Minute und... Ey, was war das denn? Wieso sind die denn da alle gemeinschaftlich auf den Boden gefallen? Rudelbums? Michel mit viel Platz. Ich habe auch wirklich massiv viel Platz im Mittelfeld. Ach, schade, da konnte ich nicht mehr abziehen. Ich habe massiv viel Platz im Mittelfeld.
Ah ja, stimmt. Neuen Trainer hat Chemnitz ja auch, fällt mir gerade wieder ein. Oh, schwupp. Ah, schade. Das heißt, Chemnitz ist natürlich auch unberechenbar. Denn in der Winterpause hatte der neue Trainer sicher auch einiges nochmal an Zeit, Sachen einzutrainieren, von dem wir natürlich gar nichts wissen, auf die wir uns natürlich gar nicht vorbereiten konnten. Wiederum, der Chemnitzer Trainer weiß genau, wie wir spielen, dass wir diesen Offensivfußball spielen wollen und dass man bei uns versuchen kann, die ersten paar Minuten mit richtig Druck zu spielen, um das frühe Gegentor vielleicht zu erzwingen und uns so aus dem Tritt zu bringen. Das war ja so die gängige Masche zum Ende des letzten Jahres. Naja, mal gucken, das war natürlich auch nach Karlsruhe, war es glaube ich auch eher minder erfolgreich. Und man hat sich darauf eingestellt und vor allem will man jetzt ja auch neue Ideen haben gegen Mannschaften, die tief stehen und ja, ich sag mal, versuchen hinten keinen zu kassieren. Von daher bin ich da ja eigentlich sehr optimistisch. Obwohl es natürlich halt nach so einer Winterpause und so ist, es halt immer eine Wundertüte. Es kann halt alles passieren. Aber war das nicht ein wunderschöner Pass? Und dann traumhaft innen Pfosten und rein. Ich würde mich echt unfassbar freuen, wenn das auch direkt so losgeht. Ah, herrlich. Da würde ich mich drüber freuen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Es gab jetzt Sturm und alles. Ich weiß nicht, in Chemnitz, das Wetter wird wahrscheinlich nicht so toll sein. Es gab irgendwie keinen Vorverkauf. Es werden 150 Fans in Chemnitz erwartet. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mir das Wetter so angucke, würde ich mich über 150, glaube ich, schon freuen. Danach ist ja endlich dann nächste Woche endlich wieder Heimspiel. Gott sei Dank. Gegen Lotte, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich einfach mal sehr gespannt, vor allem auch wie unser Rasen dann beschaffen ist. Der hat ja auch schon die letzten Spiele echt wahnsinnig gelitten, ob man da ein bisschen was flicken konnte, ob die Arena jetzt nach dem Sturm heute noch steht. Man darf gespannt sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir nehmen hier noch die letzten Momente mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bei der nächsten FIFA-Vorschau. Wenn es dann gegen Lotte geht und allerspätestens, wenn ich dann das 4:0 prophezeie hier im DFB-Pokal gegen ja die schwächsten Bayern aller Zeiten. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.